Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und heute sprechen wir mal über schwarze Schwäne. Jawohl, es gibt sie ja ab und an mal, diese Black Swans, ne? Und alle haben furchtbare Angst dafür. Ich zeige euch einen Black Swan, der erst in den letzten Tagen passiert ist und ich zeige euch mal, warum euch so ein Black Swan entweder euer komplettes Depot kostet oder euch, ein Lernergebnis oder ein Lernerlebnis verschafft und ihr eigentlich danach einfach euch nur schüttelt und sagt, okay, weiter geht's. Wie das geht? Jetzt im Video. Was ist ein Black Swan? Für alle, die das noch nie gehört haben, dieser Begriff geht zurück auf Nassim Taleb. Nassim Taleb, ein promovierter, ich glaube, Physiker, Philosoph, Schriftsteller, Trader, unglaublich schlauer Mensch, hat viele Bücher geschrieben, unter anderem eben auch Die Narren des Zufalls. Der schwarze Schwan, in Narren des Zufalls kam dieser Begriff das erste Mal vor, Narren des Zufalls. Danach hat er geschrieben, der schwarze Schwan, mittlerweile noch ein paar weitere. Ich stelle euch demnächst mal sein neuestes Buch vor, Skin in the Game, fantastisches Buch aus meiner Sicht. Und der hat diesen Begriff der schwarzen Schwäne definiert. Und zwar hat er gesagt, es gibt immer mal wieder Ereignisse, die auftreten, die so überraschend sind, dass sie nicht antizipiert werden können. Jeder von euch hat schon mal so einen schwarzen Schwan erlebt. Also beispielsweise 9/11, ne? Also dass da irgendwelche Verrückten mit dem Flugzeug in den Hochhaus reinfliegen und die stürzen dann zusammen, das hat keiner auf der Agenda gehabt. Ganz früher schon, Pearl Harbor, der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, ne? Das war auch ein schwarzer Schwan. Da haben wir schon zwei Themen, wo die Verschwörungstheoretiker sich abarbeiten können. Ne? Aber zum Beispiel auch so eine Sache, da gibt es glaube ich keine Verschwörungstheorie darüber, Fukushima, also dieses Seebeben, was passiert ist vor der japanischen Küste und dann kommt eben diese riesige Flutwelle und spült dann so ein Atomkraftwerk weg. Ne? Das ist halt einfach etwas, das hast du nicht in deiner Risikobetrachtung drin. Und weil wie willst du das auch einkalkulieren? Und alles, was wir heutzutage als Risiken betrachten, sind im Grunde genommen keine. Warum? Weil wir sie kennen. Und ein schwarzer Schwan soll eben immer sein, dass man sagt, okay, das ist etwas, womit keiner gerechnet hat und keiner auch damit rechnen kann. Und immer wenn sowas natürlich passiert, werden die meisten Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß getroffen und dann kommt es eben zu entsprechenden Bewegungen. Wir haben, für die schon ein bisschen länger dabei sind, im letzten Jahr sowas erlebt, im Erdgas. Ihr erinnert euch, optionseller.com, als plötzlich die Erdgaspreise so durch die Decke gingen und die Jungs ein bisschen hochgehebelt waren und damit hat es dann ihre ganzen Konten ausgelöscht. Und in den letzten Tagen ist auch wieder sowas passiert, und zwar in diesem Markt hier, ihr habt es schon hinter mir gesehen, das sind die Live Cattle, Lebendrind. Ne? Also Lebendrind, es gibt Feeder Cattle, das sind Zuchtrinder bis 6 Monate, und dann gibt es die Live Cattle, das sind dann die etwas älteren Tiere, die werden halt geschlachtet. Ne? Also das ist dann da, wo Steaks draus gemacht werden. Ne? Wer nach Amerika fährt, gutes Steakhouse, USDA, Prime Beef, sensationell für alle, die Fleisch essen. Ja, okay, so, haben wir den Veganer jetzt auch was gesagt. Gut, also, was ist passiert? Und zwar, ihr seht hier so einen einzelnen Punkt. Ja? Ihr seht hier so einen Punkt. Was ist da passiert? Der Markt hat mit Limit Down nach unten eröffnet und am nächsten Tag wieder mit Limit Down nach unten eröffnet. Also das heißt, was bedeutet so ein Limit Down? Limit Down bedeutet, dass du oder eine Limitbewegung, formulieren wir es mal anders, ist folgendermaßen. Im Future-Märkten gibt es nicht an Aktienmärkten oder zumindest nicht so definiert wie an Future-Märkten. In Future-Märkten ist es so definiert, dass man sagt, okay, wenn irgendein Ereignis eintritt und der Markt sich über ein bestimmtes Limit nach oben oder unten an dem Tag bewegt, es wird immer der Schlusskurs des Vortages genommen und dann gibt es ein Limit. Es gibt es nicht in allen Märkten, aber in einigen, in den Fleischmärkten gibt es das. Dann wird gesagt, okay, wenn der Markt sich in einem bestimmten Limit nach oben oder nach unten bewegt, werden keine entsprechenden Aufträge an der Börse mehr angenommen. Ganz konkret, wenn hier der Markt so nach unten fällt, bis zu diesem Erreichung dieses Limits, darf niemand mehr verkaufen. Es wird immer gesagt, da wird der Handel eingestellt. Das stimmt nicht. Der Handel an der Börse wird nicht eingestellt, aber es werden keine Verkaufsanträge mehr angenommen, weil zu viele schon im Markt sind. So, und warum kommt dann der Handel zum Erliegen? Naja, weil natürlich die ganze Welt möchte verkaufen. Klar, ne, der Markt bricht gerade hier brutal nach unten durch, möchte verkaufen und niemand will kaufen. Und deswegen hast du einen Überhang an Verkaufsaufträgen, es gibt aber keine Käufer, deswegen ruht der Handel. So, und das ist eben zweimal passiert. Einmal hier an diesem Tag, deswegen der Markt macht dort auf.
das ist dann, den ganzen Tag ist nichts passiert und am nächsten Tag ging es dann nochmal nach unten und das ist eine riesengroße Bewegung für diesen Markt. Fleischmärkte sind anfällig dafür und jetzt haben viele gerätselt, ah, was ist denn da passiert? Ne, lag das wieder an Trump? Hat er irgendwie wieder was getwittert mit China? Oder lag es am USDA-Report, der da gerade kam? Nein, nichts von all dem, sondern es war ein schwarzer Schwan und zwar hat die zweitgrößte, ich glaube meines Wissens noch, die zweitgrößte Fabrik von Tyson Foods in den USA gebrannt. Tyson Foods, das ist der weltgrößte Hersteller von Fleisch, also riesengroß in Amerika und die besitzen eben auch die meisten Schlachthöfe in den USA und eine der größten Fleischfabriken ist abgebrannt und das hat das ausgelöst. Warum hat es das ausgelöst? Naja, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nicht hier so ein kleiner Schlachthof, wo man am Tag 100 Rinder durchgejagt werden, sondern da kommen wirklich, das ist Massentierproduktion, ne? Da kommen Tausende, Abertausende von Rindern, die am Tag geschlachtet werden und jetzt brennt diese Fabrik ab. Und jetzt weißt du halt, okay, du kannst die Rinder in dieser Fabrik nicht mehr schlachten. Ne? So, wenn du die aber nicht mehr schlachten kannst, dann sind immer mehr da, immer mehr da, immer mehr da. Und die Züchter wollen ja aber ihre Rinder verkaufen, sie wollen sie ja zum Schlachten bringen. Wenn jetzt aber die Verarbeitung, also der Betrieb, der sie verarbeitet, nicht mehr da ist, ne? Dann sind immer mehr Rinder da und die werden dann, so blöd wie das jetzt klingt, auf den Markt geworfen. Das heißt, die Preise fallen dramatisch. Warum? Weil eben Überangebot an Rindern da ist. Ne? So, und das war eben dieser berühmt-berüchtigte schwarze Schwan. Damit hat niemand gerechnet. Kein schwarzer Schwan wäre jetzt Trump gewesen. Weil er sagt, okay, der streitet sich mit China, das hat jeder auf der Agenda. Ne? Wenn der jetzt sagt, ja, wir erhöhen jetzt nochmal die Zölle oder was weiß ich, die Chinesen sollen mehr Beef kaufen, sie machen es nicht und so und deswegen ist er böse. Das hat jeder auf der Agenda. In dieser Zeit kam gerade auch ein Landwirtschaftsreport raus des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, der USDA. Auch das hat jeder Händler auf der Agenda. Ne? Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Aber dass du als Risiko hast, dass du sagst, oh, was ist denn, wenn morgen die größte Fleischfabrik der USA abbrennt? Ne? Das hast du nicht auf der Agenda. Das ist so ein bisschen wie, wenn heute die Meldung kommt, gab es auch vor Jahren schon mal, mitten in Amerika wäre jetzt wie heißt das hier bei Rindern? BSE, glaube ich, ne? Ja, genau, BSE, würde BSE auftreten. So, dramatisch. Puh, Preise nach unten. Ne? So, und das heißt, das kannst du nicht einplanen und deswegen ist der Preis so dramatisch gefallen und du kannst dir vorstellen, die Volatilität ist durch die Decke gegangen. Und was ist jetzt, wie überlebst du jetzt so eine Sache? Wir hatten selbst Position in diesem Markt, wir hatten Putz in diesem Markt und was ist passiert? Wir haben diese Puts zurückkaufen müssen, ne, weil sie deutlich im Minus war. Und zwar, ich glaube, so bei 700% im Minus. Also für alle, die jetzt nicht aus dem Optionshandel kommen und sagen, wie kann man denn 700% Minus haben? Kurzes Rechenbeispiel, ihr habt beispielsweise diese Option verkauft für 100 Dollar. Ne, ihr habt 100 Dollar eingenommen und jetzt ist diese Option eben bei 800 Dollar. So, dann seid ihr 700 Dollar im Minus, das heißt 700% und müsst die eben entsprechend wieder zurückkaufen. Ihr habt 100 Dollar eingenommen, gebt 800 auf, hat 700 Minus gemacht. So, und wir mussten das auch machen. Warum ging das überhaupt? Das ging deshalb, weil, das ist ein großer Vorteil des Optionsmarktes, Vor- und Nachteil, wenn hier der Handel eingestellt wird mit diesen Futures, also nicht eingestellt, aber es findet kein Handel quasi mehr statt. In den Optionen findet in der Regel immer noch Handel statt, ne? Weil die Market Maker sagen, hey, okay, stell dir mal vor, du bist short im Future oder, ne, besser gesagt, du bist long im Future, ne? Das heißt, du hast hier einen Riesenverlust, weil du long Futures bist und jetzt willst du dich irgendwie noch absichern. Futures geht nicht mehr, also was machst du? Du gehst auf den Optionsmarkt, die Market Maker stellen noch Preise, aber natürlich solche hier, ne? Spreads gehen auseinander, Vola geht hoch und so weiter und so fort, aber du kommst halt nach Hause. So, und wie überlebst du jetzt so eine Sache? Und da sagen jetzt die einen, ja, du musst halt Spreads handeln, kannst du machen. Machen wir auch jetzt diese Woche noch ein Video drüber, warum Spreads, wie man Spreads auch einordnen kann. Ne? Oder aber eben, und das ist das, was wir machen, wenn wir solche Märkte handeln, wo wir wissen, es sind Exotenmärkte, ne? Dann handeln wir kleine Positionen. Und in dem Fall war diese Position ungefähr 0,25% von unserem Konto. 0,25% von unserem Konto. Das ist jetzt nicht viel. Ne? Wenn du das halt das ganze Jahr immer wieder machst, immer 0,25%, dann summiert sich das auf, verdienst du Geld. Aber wenn das halt mal schief geht, so wie hier jetzt, wenn quasi der Versicherungsfall eintritt, ne? Denkt immer daran, Optionen sind Versicherungen. Das heißt, na klar, musst du die auch manchmal auszahlen. Und wenn halt jetzt der Versicherungsfall eintritt, und du hast eben eine Position, die 0,25 ist,
von der Größe her, komm, jetzt lassen wir sie sich mal verzehnfachen, kann ich leichter rechnen, dann hast du 2,5% Minus. Ist das schön? Nein, das ist nicht schön, das versaut dir vielleicht deinen ganzen Monat, das versaut dir vielleicht sogar einen Vormonat noch mit. Aber da geht die Welt nicht unter. Ja? Das heißt, das ist sowas, du schüttelst dich, sagst, shit happens und weiter geht's. Wenn du aber natürlich, was viele machen, zu große Positionen hast, wenn du dann sagst, okay, ich habe eine Position, die ist 3% groß und die verzehnfacht sich, dann verlierst du an so einem Tag 30% von deinem Konto. Und das ist das Tödliche. Ja? Das Tödliche ist, dass du nicht rauskommst aus den Positionen. Optionseller.com, schaut euch diese Videos bitte nochmal an, die wir hier reingestellt haben. Ne? Die Jungs hatten ein tolles System. Ich bin nach wie vor Fan des Buches, was sie mal geschrieben haben, aber sie haben eben ihr Money Management nicht im Griff gehabt. Das heißt, viele denken immer, du kannst den schwarzen Schwan verhindern. Nein, kannst du nicht. Wie willst du denn das verhindern? So, dass du sagst, alle Risiken, okay, ich handle kein Fleisch mehr, weil wenn meine Fleischfabrik anfängt zu brennen, oder was jetzt auch manche machen, ne, ich handle nie wieder Fleisch. Wenn du das machst, ne, kann ich jetzt schon sagen, was in 5 Jahren ist, du handelst gar keinen Markt mehr, weil das nächste passiert im Öl, das nächste im Weizen, dann in Sojabohnen, dann da. Das heißt, in 5 Jahren hast du keine Märkte, die du mehr handeln kannst. Schwachsinn. Ne? Du musst vernünftige Positionsgrößen handeln. Nur wenn du das machst, überlebst du solche schwarzen Schwäne. Und das musst du dir immer vor Augen halten. Wir sind hier beim Optionshandel im Bereich Trading unterwegs. Und Trading ist, auch wenn es viele nicht glauben, ein langfristiges Geschäft. Da geht es nicht darum, was verdienst du in einem Monat. Da geht es nicht mal darum, was verdienst du in einem Jahr. Da geht es darum, was verdienst du in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Damit du aber überhaupt erstmal auf 10, 20 oder 30 Jahre kommst, gibt es eine einzige Grundvoraussetzung. Du musst das Ding überleben. Und das überlebst du nur, indem du deine Positionsgrößen vernünftig machst. Das heißt, dein Hauptaugenmerk muss natürlich auch sein, dass du schaust, okay, welche Märkte, Strategien, Cut-Daten, das ganze Zeugs, alles, was du so brauchst. Ne? Aber viel, viel wichtiger ist, hab dein Money Management im Griff. Schwarze Schwäne überlebt man mit Money Management und mit nichts anderem. Ne? Und letztendlich, wenn er sagt, handel doch Spreads, das ist auch nur Money Management. Das ist auch nichts anderes. Okay? Machen wir diese Woche noch ein Video dazu, wo wir das auch nochmal ein bisschen uns anschauen. Okay? Also, in diesem Sinne, schaut euch das bitte an. Überprüft euer Money Management, haltet die Positionen so klein, dass ihr eine Verzehnfachung eurer Position entspannt aushalten könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade Optionen handelt, und wir reden jetzt hier von Future-Optionen, okay, dann schaut, oder von mir aus auch von Aktienoptionen, wo es euch nur um die Prämie geht, nicht wo ihr die Aktien angedient bekommt. Schaut euch jede einzelne Position an. Und wenn ihr dann sagt, okay, was wäre, wenn ich morgen käme und diese Position hätte sich verzehnfacht? Könnte ich mit diesem Verlust in meinem Depot leben? Falls ja, fein. Falls nein, reduziere sofort deine Positionsgröße. Das ist mein Tipp, den ich dir heute mitgeben kann. Und wenn du jetzt sagst, hey, wenn ich bin in Futures, das mache ich auch schon mal, aber ich kenne mich da auch nicht so richtig aus, das ist aber spannend, wie kann ich das machen? Mein Angebot an dich, hier unten steht ein Link, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein, dann sprechen wir mit dir, wir zeigen dir, was es da für Möglichkeiten gibt, auch im Bereich Future-Optionshandel, auch im Bereich Future-Handel beispielsweise. Und dann zeigen wir dir Möglichkeiten auf, wie du auch von solchen Situationen profitieren kannst und, falls das hier passiert ist und du hier Geld verloren hast, wie du das beim nächsten Mal, also wenn du großes Geld verloren hast, wie du das beim nächsten Mal verhinderst. In diesem Sinne, dir viel Erfolg an der Börse, wir sehen uns wieder, ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.